Anouk! Was machst du da? Schatz, was machst du da? Joghurt? Ich nehme mir nur einen Joghurt. Wieso? Wieso? Was willst du damit? Du hast doch gerade schon gegessen. Darf ich nicht mal mehr einen Joghurt essen? Ich habe das Gefühl, du isst viel zu viel. Quatsch. Ich mache mir richtig Sorgen. Meine Tochter Anouk hat Stimmungsschwankungen, Fressattacken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du isst ständig. Warum isst du so viel? Mama, lass mich doch mal. Ich habe halt einfach Hunger. Anouk, lass das bitte. No? Wir haben das schon so oft besprochen. Und übrigens hast du dein Zimmer aufgeräumt. Gleich kommt ja die Familienhelferin. So, dann muss ich mir das alles angucken. Ja, dann gehst du angucken. So. Die Krankenschwester hatte zu ihrer Tochter immer ein harmonisches Verhältnis. Seit Anouk jedoch Stimmungsschwankungen hat und immer wieder in Fressattacken verfällt, geht es seit Wochen nur noch bergab. Der Besuch von Familienhelferin Diana Richter kommt also genau richtig. Dabei hat die Mutter längst einen Verdacht, was oder besser noch wer für all das der Auslöser sein könnte. Hallo? Was ist das hier? Das habe ich in deinem Zimmer gefunden. Wie lange steht das schon da? Darf ich mich mal vorstellen? Hi, so, keine Ahnung, das ist nicht. Ich bin Diana. Hi, meine Tochter Anouk. So, was ist das? Kannst du mir das bitte erklären? Das war Kuchen. Wo platze ich denn gerade rein? Genau. So, das ist unglaublich. Wir hatten das abgemacht, dass Sachen aufgeräumt werden. Und meine Tochter, mache ich mir Sorgen, sie isst so viel in letzter Zeit. Und ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Ob das mit ihrem Freund zusammenhängt. Vielleicht erwartet ja von ihr Sachen, die sie noch nicht, da ist sie noch viel zu jung für. Die 13-jährige Anouk hat laut ihrer Mutter Fressattacken, die sehr unkontrolliert sind. Und das macht ihrer Mutter sehr große Sorgen. Zudem auch ihre Verhaltensauffälligkeiten, weil sie sehr patzig ist, sehr ungezähmt. Und da schaue ich heute mal, ob ich helfen kann. Also ich muss mir erst noch ein bisschen ein Bild davon machen. Das heißt, deine Mutter hat irgendwie Sorgen um dich, dass du so ein bisschen Stress vielleicht hast und in dieser Zeit gerne mal zum Kühlschrank gehst. So, ja, die Fressattacken. Fressattacken, okay. Hast du irgendwas, was dich vielleicht beschäftigt? Nein. Nein. Deine Mutter hat einen Freund angesprochen. Ja. Darf ich? Okay. Du bist glücklich? Ja. Ja. Okay. Da bei dem Erstgespräch mir Frau Weber einen Verdacht mitgegeben hatte, und zwar, dass sie Sorge hat, dass es vielleicht an dem ersten und neuen Freund ihrer Tochter liegen könnte, habe ich dieses Thema sehr gerne aufgegriffen, um dann mit der Tochter auch ins Gespräch zu kommen. Hallo. Kannst du mir bitte das hier erklären? Das habe ich gerade in den Mülleimer gefunden. Was ganz ruhig. Von Ihnen ist es nicht, ja? Frau Richter, nein, das ist offenbar von meinem. Okay. Meiner Tochter, gucken Sie mal. Sie hat die Pille genommen. Ja. Moment. Stopp. Erstmal beruhigen. Durchatmen, kurz. Ich weiß, man spürt, dass das hier eine ziemliche Spannung ist. Aber Sie machen Ihrer Tochter im Moment auch ganz große Vorwürfe. Und so habe ich gar nicht die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder eine Ebene hinzubekommen, dass Ihre Tochter auch antworten kann. Weil Sie kommen mit sehr vielen Vorwürfen. Mein erster Eindruck generell in der Familie war, da lag ganz schön viel Spannung in der Luft. Ich habe wirklich Not gehabt, die Mutter wieder zu beruhigen, die sehr aufgebracht, voller Sorge gewesen ist. Und Anouk kam eigentlich im ersten Moment gar nicht wirklich zu Wort. Mama, jetzt übertreib doch nicht jedes Mal wieder. Komm mal runter. Sehen Sie, Frau Richter, sie ist auch noch aufmüpfig geworden. Ich weiß nicht, was passiert ist mit meinem Kind. Dass ausgerechnet jetzt Anouks 3 Jahre älterer Freund Mike auftaucht, spielt der Familienberaterin natürlich in die Karten. Diana Richter möchte den Schüler gerne spontan mit einbeziehen. Also ich müsste gleich kurz weg. Okay. Ich muss noch ein Bierbuch zu Katrin bringen, wenn es in Ordnung ist. Hier, Anouk, ihr seid jetzt weg. Frau Richter ist hier. Das haben wir so besprochen. Also ich fände es total klasse, wenn du vielleicht das einrichten könntest, dass du noch mal wiederkommst. Ja, ich kann so circa in 10 Minuten, das wäre total klasse. Und wenn ich vielleicht mit dir noch das Gespräch führen könnte, deine Meinung von deiner Mama haben wir jetzt mitbekommen, das wäre total klasse. Ja? Okay, dann sehen wir uns gleich nochmal. Ja? Als Mike reinkam, fand ich das gar nicht mal so gut. Ich bin gespannt, was Frau Richter mit Mike wollte. Freut mich echt, dass du gleich nochmal kommst. Klar, gerne. Mir kam das sehr gelegen, dass der Freund noch mal wiederkommen wollte. Ich wollte ihn unbedingt mit ins Boot holen, weil ja auch der Verdacht nahe lag, dass vielleicht Anouk in ihrem jungen Alter mit dieser Beziehung vielleicht ein bisschen überfordert ist. Nachdem Mike seiner besten Freundin das Buch zurückgegeben hat, sucht Familienhelferin Diana Richter erst einmal das Gespräch nur mit dem Teenie-Paar. Ich habe gehört, du bist der Freund, ihr seid frisch zusammen.
So. Und mir scheint es eigentlich, dass ihr ein glückliches Paar seid. Es ist dummerweise vorhin etwas aufgetaucht aus der Küche. Das ist ein Blister, der eigentlich Antibabypille zur Verhütung gedacht ist. Kannst du mir da vielleicht ein bisschen weiterhelfen? Nein, nicht wirklich. Okay, also, ihr habt darüber noch nicht gesprochen, über Verhütung oder... Nein, also ich wollte auch eigentlich damit erstmal noch Zeit lassen, weil sie ist halt noch so jung und dann mache ich jeder keinen Druck und... Okay. Also davon, das ist mir jetzt neu. Das ist dir neu. Mike machte auf mich einen sehr aufgeschlossenen Eindruck. Und auch als ich das Thema mit dem Blister angesprochen habe, da hat er mir definitiv von der Körpersprache her und auch von seiner Aussage her einen sehr unschuldigen Eindruck gemacht. Das heißt definitiv, ich glaube beiden, das heißt, dass auch Zweisamkeit bei den beiden noch kein Thema bis jetzt war. Wo kommt der her? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja. Ich habe eine Freundin gefragt, die hat mir die geholt. Mhm. Aber ich habe noch keine genommen. Ich habe die in einen anderen Behälter getan und das weggeworfen. Ich wollte die nur zur Sicherheit. Okay, darf ich dich fragen, ob dir aufgefallen ist in der letzten Zeit, dass sie Stimmungsschwankungen hat? Nein, überhaupt nicht. Also zu mir war sie immer total glücklich, völlig normal, als wäre nie was gewesen. Als ich Anouk auf ihren neuen Freund angesprochen habe, hat sie direkt mit einem Leuchten in den Augen reagiert. Und ich habe hier das Gefühl, dass sie glücklich und verliebt ist und nicht irgendwie bedrängt oder Stress ausgesetzt ist. Ich habe eine Idee, dafür bräuchte ich deine Mutter. Wäre das in Ordnung, wenn es jetzt ein bisschen entspannter ist? Ich passe auch auf, dass deine Mama nicht wieder so rasend ist, weil ich habe das Gefühl, da liegt auch eure Schwierigkeit. Du kommst gar nicht richtig zu Wort. Ich brauche ein bisschen Platz. Ich würde gerne mit euch rübergehen und würde einfach deine Mama noch mal dazu rufen. Mhm. Ja? Diana Richter bittet die Mutter, drei verschiedene Lebensmittel aus der Küche zu holen. Süß, neutral und sauer. Die Familienhelferin möchte aber nicht nur Anouks Reaktion auf das Essen beobachten, sondern eine ganz besondere Aktion starten. Also, was ich von dir möchte, ist, dass du jetzt ganz spontan und intuitiv die Sachen auf die Blätter verteilst. Was du süß, angenehm verbindest, was dich sauer macht und was neutral ist. Okay. Ja? Okay, das ist eindeutig. Anouks Gefühle zu ihrer Mutter sind, wenig überraschend, momentan eher neutraler Natur. Interessant ist hingegen, dass sich die 13-Jährige sehr unwohl fühlt, wenn sie an Schule und ihre Mitschüler erinnert wird. Hier gilt es unbedingt nachzuhaken. Was ich ganz eindeutig sehe, ist sauer. Irgendwas mit Schule oder Mitschülern. Da hat irgendwie der Punkt mit zu tun, wo ich denke, dass der Stress auslöst und dass du, wenn du dann so einen stressigen Moment hast, an den Kühlschrank gehst und isst. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht gar nicht so bewusst ist. Magst du mir vielleicht da irgendwas zu erzählen? Nein. Nein. Okay. Gar nicht. Dein Handy piept eine ganze Zeit lang. Magst du da nicht mal dran gehen? Ich höre das immer im Hintergrund, aber du ignorierst es die ganze Zeit. Das Tablett mit den Lebensmitteln hat auf Anouk überhaupt nicht getriggert. Erst als die Nachrichten kamen, hat sie angefangen, unbewusst einfach zu den Keksen zu greifen. Und da wusste ich, es ist Stress und keine Essstörung. Wenn irgendwas Unerfreuliches ist, was dich jetzt gerade so unter Stress bringt, dann lass mir dir gerne helfen. Komm schon, du kannst ehrlich mit uns sein. Soll ich mal gucken? Brauchst du Hilfe? Darf ich das mal laut vorlesen? Ich weiß ja nicht, von wem es ist. Ich lese es einfach mal vor, weil das, dass das Stress auslöst, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du blöde Kuh, hast mir den Nachmittag versaut. Genieß ruhig deine 5 Minuten Aufmerksamkeit. Lange wirst du sowieso nicht mehr haben. Was? Weiß man im Moment noch nicht, was es sein könnte. Darf ich die zweite auch vorlesen? Das geht sowieso nicht mehr lange mit euch. Ich werde dir Mike ausspannen. Spätestens bei der Abschlussfeier, an der du nicht teilnehmen kannst, du Baby. Was zur Hölle? Was ist das? Wer schreibt dir solche Nachrichten? Anouk. Sag doch mal, wer ist das? Wer ist das? Das war Katrin. Ja. Wer ist das? Was? Wer ist Katrin?
Das ist, das Mädchen ist gerade mit mir draußen, weil das ist ein Biobuch, ich noch hatte. Okay. Erklär mir ganz kurz, wodurch kennt ihr euch? Seid ihr in der Klasse zusammen? Ich bin mit ihr groß geworden. Wir sind Nachbarn, unsere Eltern sind befreundet. Ja. Sie ist quasi schon mein ganzes Leben lang so wie eine kleine Schwester für mich, aber... Okay. Die Nachrichten von Katrin. Konnte Anouk durch ihr junges Alter, durch ihre Unerfahrenheit einfach nicht verarbeiten. Zudem ist Katrin die beste Freundin von Mike. Und dadurch hat sie alles in sich hineingefressen. Der gute Kumpel reicht vielleicht nicht. Vielleicht, dass ihr mal drüber sprecht. Entweder ganz offen oder dass du vielleicht auch mit Katrin mal zuerst drüber sprichst, dass das so nicht geht, dass du dich schützen kannst. So kann es auf gar keinen Fall weitergehen. Mike hat sich für seine Freundin stark gemacht und Mitschülerin Katrin in ihre Schranken verwiesen. Die beiden Teenager sind nach wie vor sehr glücklich miteinander und Anouks Fressattacken gehören der Vergangenheit an.